Navim Sabria, als Bistum in Salima, als Kurdem in Suritem. Beri Sesala, als Hatem Bahori Isa Masih, mit der Arschwürker, wo wir die Kevin Abdelemen. Iroj Mura Isa, Giana, Arschtia. Isa Rea Rasta, Isa Jmura, Rea Genete, Isa Chodaya Jmura. Kave Isa hat Navdelemen, Arschtidamen. Ich habe die Dinge bei Isa, die Chavi Wied binen. Und Isa hat die Hüste des Minne Chopka, und die Hüste des Minne Chopka, die Hüste Herkesitka. Ich bin der Sabri, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin jesidischer Kurde, komme aus Syrien, lebe seit 15 Jahren, circa seit 15 Jahren in Deutschland. Bin hier bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier die Ausbildung gemacht. Als Jeside habe ich mich auf den Weg gemacht, um meinen Glauben zu forschen, woher mein Glaube herkommt, warum ich das glaube. Ich war nicht damit einverstanden, einfach das zu glauben, was meine Eltern glauben, was andere glauben, sondern ich wollte wissen, woher mein Glaube herkommt. Wieso glaube ich das? Warum glaube ich das? Und ist dieser Glaube der richtige Glaube? Und ist das der richtige Weg, den ich gehe? Denn schließlich hängt meine Ewigkeit da drin. Und so habe ich mich auf der Suche gemacht, als circa fünf oder vier Jahren, und habe mich in meinem Glauben sehr interessiert. Ich wollte alle Regeln einhalten, ob es Essen war oder bestimmte Rituale. Ich habe viele Menschen gefragt, die mir sehr nahe stehen, ob es mein Opa war oder meine Onkels. Ich habe viel gelesen, ich habe Bücher über Jesiden gelesen. Und es hat mich eine Zeit lang doch erfüllt. Und ich dachte, es ist der richtige Weg, und als ich immer weiter mich auf die Suche gemacht habe und viele Menschen gefragt habe, was glaube ich, warum glaube ich, warum sagt man, es ist der richtige Glaube, warum ist der richtige Weg, ich habe immer wieder verschiedene Antworten bekommen, wo ich selber durcheinander kam. Und ich habe, dem Herrn sei Dank, einen Freund gehabt in meiner Ausbildung, dem ich immer zugeschaut habe, wie er vor seinem Essen immer betet. Und ich wurde sehr neugierig und fragte ihn, wie es mit seinem Glauben steht, was er glaubt, ob er an einen Gott glaubt. Und so kamen wir immer wieder in ein Gespräch. Ich war sehr neugierig. Ich wollte gerne wissen, wie sein Glaube ist, wie sein Weg ist. Und er war ein Christ. Er war ein entschiedener Christ. Er hat mir meine Fragen beantwortet. Und ich wollte immer mehr wissen. So bin ich seinen Einladungen in die Kirche gefolgt. Und eines Tages schenkte er mir das Buch, das Neue Testament. Und ich habe das nicht so wirklich wahrgenommen. Ich wollte einfach nur ein paar Fragen beantwortet haben und habe das dann einfach in mein Zimmer hingetan. Er gab mir einen Stick mit, wo Predigten drauf waren, die ich mir angehört habe. Ich fand das alles richtig, was der Prediger dort sagt und wie über das Christentum redet und wie die Bibel über die Menschen denkt. Aber ich wollte mich selber nie dafür entscheiden, weil ich ein Jeside war. Und als Jeside ist man sehr stolz auf seine Herkunft, auf das, was man ist. Man sagt, du bist als Jeside geboren und du wirst immer Jeside bleiben. Und so war in mir ein großer, großer Stolz, das sich über die Jahre aufgebaut hat. Und jeder Jeside weiß genau, was ich meine. Und vielleicht sind auch einige geärgert darüber, dass ich jetzt ein Christ bin. Aber ich bitte jeden, der dieses Video einfach sieht, dass er einfach bis zum Ende sieht und dass er
sein Glaube forscht, warum er das glaubt. Dein Glaube bewegt einen zum Denken und nicht einen zum Blindwerden. Und ich war in einer Lage, wo ich mich verloren gefühlt habe, wo keiner mir helfen konnte in meinem Glauben. Mein Stolz war immer da und ich wollte aber gerne einen Gott haben, wo ich weiß, er ist da, wo ich persönlich mit ihm sprechen kann, wo ich nichts machen kann, nichts machen muss, um ihm gerecht zu werden, sondern ein Gott, der mich liebt, mit dem ich sagen kann, jeden Morgen mit ihm sprechen kann, wie zu jedem Zeitpunkt, wo ich mit ihm sprechen kann. Es war so, dass ich in meiner Jugend einfach auch viele falsche Freunde hatte, wo ich zu dieser Zeit aber auch Drogen konsumiert habe, Alkohol konsumiert. Ich bewegte mich von einer Diskothek zum anderen. Und all dies, wonach doch eigentlich mein Herz verlangt hat, eigentlich nach einer persönlichen Begegnung mit dem Gott, den ich eigentlich gesucht habe, habe ich versucht, mit dem Feiern, mit dem Drogennehmen, mit den Partys, einfach mit den Frauen zu füllen. Das hat mich selbstverständlich natürlich überhaupt nicht erfüllt, aber den Moment lang immer schon. Und es kam der Zeitpunkt, wo ich dann einfach mich erinnert habe, dass ich ein neues Testament geschenkt bekommen habe. Und Gott sagte mir einfach, dass ich das jetzt lesen muss. Ich weiß nur ganz genau, dass ich zu diesem Zeitpunkt mein Zimmer abgeschlossen hatte, weil ich Angst hatte, dass ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und ich hatte Angst, dass meine Großeltern natürlich ins Zimmer reinkommen und mich mit dem Neuen Testament sehen. Ich hatte Angst, dass es dann Ärger gibt. So hatte ich das Zimmer abgeschlossen und hatte angefangen, darin zu lesen. Es hat mir sehr große Freude gemacht und es hat mich erfüllt, wie Jesus war, wie Jesus gesprochen hat, was er gesagt hat. Und all dies, was ich gelesen, was ich gehört habe vom Christentum, von dem, was Jesus sagt, von dem, was Jesus bietet, blieb immer in meinem Kopf, es ging nie raus. Und so war es aber, dass ich mich trotzdem nicht diesen Mut hatte, mich dafür zu entscheiden, für diesen Glauben. Es war so, dass ich dann umgezogen bin in eine andere Stadt, dass ich diesen Freund in der Ausbildung, der mir vom Glauben erzählt hat, mich in die Kirche eingeladen hat, kaum noch Kontakt mit ihm hatte. Doch das Wort von Jesus Christus kam immer wieder in meine Erinnerung. Es zeigte mir immer wieder, wie ich mich zu verhalten habe und so weiter. Ich habe versucht, einige Verhalten anzunehmen, wie die Christen sind. Trotzdem war ich ein verlorener Mensch. Es kam der Zeitpunkt, wo ich immer wieder erinnert wurde an das Wort von Jesus Christus. Und zu der Zeit, wo ich umgezogen bin in die andere Stadt, hatte ich eine Freundin, die dann auf einmal schwanger wurde. Und dann kam mein Sohn zur Welt. Und ich wollte immer ein Vorbild für die Familie sein. Ich wollte immer einen richtigen Weg gehen mit meiner Familie. Ich wollte sagen, das ist mein Weg und das ist das Richtige. Ich möchte mein Kind richtig erziehen. Zu der Zeit war einfach mein Gedanke, ich darf alles als Mann, die Frau nicht so viel. Ich darf rausgehen, ich darf das machen und die Frau nicht. Ich hatte ein ganz falsches Bild von einer Ehe, von falsches Bild von Erziehung. Und ich erinnerte mich immer wieder an meinen Arbeitskollege, wie er mit seinen Problemen umgegangen ist. Dass er gesagt hat, er betet für diese Probleme. Dass er gesagt hat, ich habe auch mal Stress mit meiner Frau, ich habe auch mal Schwierigkeiten mit der Erziehung, aber er betet mit Jesus und er betet zu Jesus und er spricht mit ihm über seine Probleme.
Und das ist, was mich dann bewegt hat. Und ich fing an, einfach mal zu beten, obwohl ich nie entschieden war. Aber ich wollte diese persönlichen Gespräche haben mit dem lebendigen Gott, den ich in meinem Jesidentum, den wir im Jesidentum nie hatten. Und ich wollte nicht auswendig gelernte Gebete einfach sprechen. Ich wollte das sagen, was aus dem Herzen kommt, wie ich mich gerade fühle. Ich wollte ehrlich sein. Ich war auf dem Weg, einfach die Wahrheit zu finden. Ich wollte die Wahrheit finden. Ich wollte wissen, was ist die Wahrheit? Und das hat mein Herz gesucht. Und ich glaube, das sucht jedes Herz, die Wahrheit zu finden. Es kam der Zeitpunkt, wo mein Sohn dann ein halbes Jahr alt war. Und ich immer wieder an Jesus' Worte erinnert wurde. Immer wieder an das, was mir gesagt wurde über das Christentum, wie es in der Bibel steht. Ich nahm dann mein Handy und schrieb meinen alten Arbeitskollegen, der mir immer wieder von Jesus erzählte, und beschrieb ihm, dass er mich bitte anrufen soll im Laufe des Tages. Direkt danach hat er mich dann angerufen und auf dem Weg zur Arbeit sagte ich zu ihm, ich möchte mich gerne taufen lassen, weil ich dachte, mit der Taufe wäre man dann ein Christ. Und er sagte zu mir, aber bist du denn schon entschieden? Ich sagte, nein. Er sagte mir dann, du musst dich dann erst entscheiden und danach kommt erst die Taufe. Mit der Entscheidung ist man Christ und nicht mit der Taufe, sagte er mir. Und ich sagte dann, okay, dann möchte ich das und dann das andere. So folgte ich dann seine Einladung einfach in die Gemeinde an diesem Sonntag, und nach dem Gottesdienst entschied ich mich einfach für Jesus Christus. Ich wusste vorher gar nicht, wie man Christ wird. Ich wusste nicht, ob man beten soll, taufen soll, wie auch immer. Ich wusste nur, dass Jesus der richtige Weg ist. Es ist das, was ich suche. Es ist das, was die Suche in mir füllt. Es ist das, wonach ich die ganzen Monate oder Jahre lang verlangt habe. So entschied ich mich dann an diesem Sonntag für Jesus Christus. Als ich dann nach Hause kam, sagte meine Freundin, du warst ein anderer Mensch. Du hast dich komplett verändert. Und das war für mich ein Zeugnis, dass Jesus Christus lebendig ist. Ich habe immer die Wahrheit gesucht. Ich war auf dem Weg. Ich war auf dem falschen Weg. Mit Drogen, mit falschen Freunden. Und als ich mich dann für Jesus Christus entschied, nahm mir all diese Last, er nahm mir die Leere in mir, er nahm mir diese Suche in mir. Und Jesus Christus sagt mit einem Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich habe diesen Weg gesucht. Ich habe die Wahrheit gesucht und das Leben wurde von Jesus Christus mir geschenkt. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür, und ich wünsche jedem Zuschauer, der das hört, jedem Jesiden wünsche ich von ganzem Herzen, dass er seinen Glauben prüft, woher er kommt, dass er sich auf den Weg macht, dass er nicht einfach blind glaubt. Und ich wünsche jedem, dass er einfach mal Jesus Christus sucht, dass er einfach mal die Bibel aufschlägt. Und es hat die Leere in mir gefüllt. Ich brauche nicht mehr weitersuchen. Ich weiß, ich habe die Wahrheit. Ich habe Frieden in meinem Herzen. Und nun kann ich mit allem, was ich bin, was ich habe, zu Jesus kommen und ihm auf alles erzählen und sagen, wie mein Arbeitskollege. Ich darf diesen Frieden in meinem Herzen haben, denn dieser Frieden befreite mich von all meine Last, all meine Schuld, all meine Sünden. Die Vergebung meiner Sünden habe ich durch Jesus Christus erfahren. Denn wer starb am Kreuz für unsere Schuld, das ist nur Jesus alleine. Wer sagt, ich liebe euch, das ist nur Jesus alleine. Wer sagt, Gott ist die Liebe, das ist die Bibel alleine. Und das sind die Fragen, die mich auf den Weg gemacht haben, zu suchen, warum ich ein Jeside bin, warum ich das glaube.
Und Jesus beantwortete mir alle meine Fragen und schenkte mir tiefes Frieden. Und das wünsche ich auch dir.